Hallo Leute, hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Card Market Opening tatsächlich auf diesem Kanal. Es sind zwei Pakete angekommen, hier die beiden, ne? Und das war es tatsächlich noch nicht. Diese paar Briefe noch dazu, da müsste jetzt hoffentlich alles drin sein zu der Tyrion Engine, damit ich die auch spielen kann. Und es müsste auch alles zu Lipomancer drin sein. Dennoch, das sollte man nicht unterschätzen. Und ich finde Lipomancer so genial, weil man das ja mit sehr vielen Ritualdecks zusammenspielen kann. Von daher starten wir direkt ins Card Market Opening. So, da sind wir auch am Tisch. Und ich würde sagen, wir beginnen. Ist das Mikrofon beiseite schieben hier? Damit ich auch gut rankomme. Wir beginnen mit den Paketen. Doch, Pakete sind immer geil. Ich bin gespannt, was ich da so drin habe. Na, warte mal, wir packen das mal kurz beiseite hier. So Leute, gerade gecheckt, dass die Kamera ein bisschen falsch justiert war. Jetzt dürfte es besser für euch ausschauen. Wir haben hier, oh, geil. Zwei Booster nochmal dabei. Richtig nice. Schick. Können wir gleich mal mit öffnen. Machen wir so, würde ich sagen, zum Ende auf. Mal schauen, was wir da so ziehen. Vielleicht ist ja hier Topf des Wohlstands drin. Eine Ghost Rare. Wäre schon cool. So, Libromantenverschiebung. Eine der besten Ultra Rares tatsächlich, die man ziehen kann. Also, wenn man das Thema spielen will von Libromancer. Denn diese Karte lässt uns nämlich ein Monster unseres Gegners klauen, sofern wir ein Ritualmonster dafür uns auf die Hand gegeben haben. Das ist wirklich so gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das alles schön aufkriegen. So Leute, wir haben jetzt mal ein bisschen geskippt. Ey, ich habe echt lange gebraucht, das halt auseinander zu kriegen. Wir haben hier einmal Libromantenverschiebung. Ich gucke mal, ob da wirklich nur eine Karte drin ist. Und ob da, ah, seht ihr, da sind nämlich mehr Karten drin. Wir haben hier Libromantenverschiebung gleich zweimal. Habe ich, glaube ich, auch nur zweimal. Ich will auch nicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob ich sie öfter bestellt habe. Auf jeden Fall eine gute Karte. Wird man wahrscheinlich nicht öfter spielen als zweimal. Aber ich habe sie bestimmt dreimal bestellt, von daher. Dann haben wir hier Witterungsmalerin Mondregenbogen. Jetzt seht ihr sie gut. Ich finde das Artwork so nice. Ich finde ja das ganze Thema richtig, richtig hübsch. Ich habe ja letztens im Card Market Watch gesagt, dass ich glaube, dass dieses Thema nicht so schlecht ist. Da fehlt halt nur das gewisse Extra noch, damit dieses Thema wirklich relevant wird für die Meta, sagen wir mal für den Tier 2 Bereich, denn Witterungsmaler schafft es tatsächlich mit einer guten Hand, das andere Link-Monster, Regenbogen heißt das glaube ich, aufs Board zu bekommen und das ist tatsächlich ein Omni-Negate und zugleich noch ein feierlicher Schlag, also richtig, richtig gut und die Artworks sind auch so hübsch, dazu möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ein Deck der Woche machen, das haben einfach diese Artworks, diese hübschen Artworks verdient. Auch dreimal Witterungsmalerin, Mondregenbogen. Man weiß ja nie, wie die Ratio am Ende sein wird. Von daher hole ich mir mal ein Playset ran. So, das sind die ersten. Dann haben wir hier Lipomant Fireburst. Das erste Ritualmonster von Lipomancer. Gucken, wie viel wir hier haben. Haben wir den dreimal, zweimal? Ich glaube zweimal. Gehen aber zweimal. Reicht auch auf zwei. Wird man niemals auf drei spielen. Wahrscheinlich nicht mehr auf zwei. Wird man wahrscheinlich sogar nur auf eins spielen. Mal schon. Ah, schick, schick, schick. Hier ist das erste Tyrion Monster Borea. Ging ja fast ihre 30 Euro. Ist jetzt wieder gedroppt auf 23, 24 Euro. Haben wir ein Playset geholt. Ne, weil für Pflanzendecks vor allem. Und ich will endlich mal ein Pflanzendeck spielen. Und Tyrion macht das möglich. Er freut mich so toll schon drauf, dass ich endlich mal ein Pflanzendeck spielen kann. Was einigermaßen, was heißt einigermaßen, an sich ist es wirklich nicht schlecht jetzt mit Tyrion und Adventure. Token, aber ohne die beiden Engines werden tatsächlich Pflanzendecks immer noch nicht so gut. Dann haben wir einmal Yamatoko Orochi. Warum habe ich hier eine Kamera bestellt? Ganz einfach, weil es ein Tuner ist und ich den aus den einzelnen Boostern, die ich gekauft habe, tatsächlich nicht gezogen habe. Und der Tuner tatsächlich gespielt wird in diversen Wasserdecks, was ich schon bisher gesehen habe. Von daher dachte ich mir, ich hole mir den mal ran, weil haben ist besser als brauchen. Habe ich auch mir zweimal, reicht sogar auf eins, also ich habe mir halt nicht gezogen, war ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 Booster einfach mal so gekauft und geöffnet und da war ich einmal dabei, schon krass. Ja, und dann dachte ich mir, jetzt holst du den für, sag ich jetzt halt, 3-4 Cent, glaube ich, für eine Kammen. Dachte ich mir, hole ich mir jetzt einfach mal ran. Vor allem nach dem nächsten Legendary Duelist 9 kann man ja tatsächlich so ein gutes Wasserdeck spielen, sage ich mal, welches ein Gegner schon gut in Wasser locken kann. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dieses Monster erstmal zu haben. Und dann geht es hier weiter mit Tyrion. Hier haben wir nochmal die Endlosmaschine Agiro-System. Müsste, glaube ich, jetzt zweimal drin sein. Genau, weil einmal haben wir ja letztes Mal schon gezwungen. Jetzt habe ich ein Playset davon. Wie gesagt, ich bestelle immer gerne ein Playset, bevor ich dann nochmal, wenn die Karte vielleicht doch extrem gut ist und viele Kinder mit und die geht dann auf einmal das Doppelte, Dreifache, dann ärgere ich mich echt zu Tode. Ist mir tatsächlich schon passiert, deshalb mache ich das nicht mehr. Deswegen hole ich immer gleich Playsets. Wenn mich ein Thema interessiert, dann hole ich immer gleich Playsets. Und hier, Punk.
Punk, richtig, richtig nice. Wird auf jeden Fall essentiell sein in meinem nächsten Deck. Kann ich euch mal sagen. Kommt da insane. Gut, die Punk Engine. Das Artwork ist auch so schön, oder? Ey, schaut euch das an. Sieht das nicht gut aus? Ey. Zucker. Und hier, Lipomance Fire, beziehungsweise auf Deutsch Lipomantenfeuer. Ja, an dem Namen kann man noch arbeiten. Aber naja, Konami hat wie immer alle Diem. So, müsste, glaube ich, jetzt zweimal dabei sein. Oder einmal sogar nur. Ich weiß gar nicht. Einmal. Okay, haben wir einmal dabei. Den Dude hier können wir for free specialen, indem wir ein Ritualmonster vorzeigen. Beziehungsweise nicht nur den, sondern alle Lipomanten-Effektmonster. Und wenn man ihn dann speziell beschwört, sucht er uns ein weiteres Lipomanten-Monster. Also sehr gut. Also extrem gut. Ich kann nur sagen, dieses Thema hat auf jeden Fall viel Potenzial. Dann würde ich sagen, räume ich das kurz beiseite und wir öffnen das nächste Paket. Da brauchen wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Wie immer achte ich hier auf den Datenschutz. Ne? DSGVO, also wichtiger denn je geworden in unserer heutigen digitalen Zeit. Deswegen öffne ich die Pakete so komisch. Ja. So viel kann ich verraten. Bei Schatzkarten habe ich bestellt. Auch keine Werbung an dieser Stelle. Ich kenne es nicht, ich habe da noch nie bestellt. Ist jetzt auch mein erstes Mal. Ich muss schon sagen, das ist schon ganz nice, wenn die dann immer so ein Logo mit drauf drücken. Das gefällt mir schon so ein bisschen. Wenn du mit mir eine Kooperation haben möchtest, dann melde dich doch gerne bei mir. So, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Und hier haben wir, okay, einmal den Gerümpel-Verbinder. Den habe ich erstmal nicht so mitbestellt. Habe ich bestimmt einfach so for free bekommen, weil ich bei dem Dude auch extrem viel Geld gelassen habe. Eieiei. Genau, hier ist nämlich der Regulus. Schauen wir uns erstmal die Karten an, die wir hier for free bekommen haben. Wenn ich es denn aufkriege. Danke erstmal dafür, ne? Also, for free und Ultra Rare. Auch nice. Schauen wir mal. Gerümpel-Sammler und Gerümpel-Razor. Sogar eine Secret Rare. Oh, das ist schon nice. Also der Bonus hier ist schon okay. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Jetzt machen wir weiter mit den essentiellen Karten. Und das ist natürlich der Regulus. Und, ach ja, der illegale Ritter. Schaut mal hier. Den habe ich auch bestellt. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich lieber ihn spiele oder den Greif oder sogar beide. Also in erster Linie ist es natürlich erstmal ein Brick auf der Hand, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit mir gerungen habe, nicht doch vielleicht ein Case zu kaufen. Aber ich habe das Case-Opening von Victor so ein bisschen verfolgt. Grüße gehen erstmal raus hier. Und ich muss sagen, schon enttäuschend, dass er keine Starlight Rare gezogen hat. Von daher bin ich dann auch davon weggekommen, ein Case zu kaufen. Weil wenn du ein Case kaufst und du hast keine Starlight Rare drin, hast du auf jeden Fall Minus gemacht, weil das wirst du nicht rauskriegen. Also jedenfalls nicht in naher Zukunft. Wenn dann vielleicht eine Super Rare wie bei Dawn of Matches, die dann auf einmal explodiert in die 15 Euro, dann schon, aber vorher halt nicht. Und ja, man, das weiß halt vorher auch nicht. Von daher, oh, nice. Also ich muss sagen, der Händler gefällt mir wirklich gut. Er hat diese Karte nicht nur zweimal gesleeved, nee, er hat sie sogar dreimal gesleeved, denn er hat hier nochmal so eine richtig enge Sleeve. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Slimfit heißen? Ja, Slimfit ist eine Hose. Scheiße. Fuck, wie heißt das? Naja, komme ich jetzt nicht drauf. Richtig nice. Das ist ein Qualitätsanspruch. Wirklich gut. Also, krass. Finde ich sehr gut. Finde ich wirklich extrem gut. Also ich bestelle sehr viel über Card Market und das machen wirklich sehr wenige Händler. Hut ab. Finde ich persönlich ist ein sehr gutes Qualitätsmerkmal. Und wenn du so einen Anspruch an dich hast, sehr nice. Sehr, sehr nice. Hier haben wir dreimal den Regulus und einmal den illegalen Ritter. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig teuer vor allem. Ne? Extrem teure Karten geworden. So, tüten wir erstmal wieder ein. Sortieren werde ich alles später machen. Da habe ich jetzt die Zeit nicht zu. Ist auch, wie gesagt, schon mal ein bisschen später. So. Dann können wir die auch mal wieder hier hinlegen, damit ihr jetzt erstmal seht, was wir überhaupt so alles bekommen haben. Das waren jetzt erstmal die ersten beiden Pakete. Jetzt machen wir weiter mit dem Brief hier. Ach, eine Energiekarte. Danke dafür. So. Alba Lenatus. Was? Habe ich den zweimal bestellt? Nee. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Hä, den habe ich doch nicht zweimal bestellt. Habe ich den zweimal bestellt? Nee, niemals. Also Leute, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Also Leute, ich habe gerade nachgeschaut. Habe ich tatsächlich nicht zweimal bestellt. Da werde ich dem Händler auch gleich mal schreiben, weil die Karte ja doch schon ein bisschen mehr geht. Und ich möchte ja nicht, dass der Dude auf jeden Fall Minus macht. Das ist schon unschön für ihn. Von daher schreibe ich ihm gleich mal. Es sei denn, er will mir die schenken. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau, ich habe nämlich zweimal markierte Verbannung gekauft und einmal den Alba Lenatus, der Abgrunddrache. Der reicht natürlich auf 1, also auf 2 würde ich den niemals spielen. Na gut, ich packe ihn erstmal dazu, Leute. Aber ich schreibe dem Händler auf jeden Fall nochmal. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Brief. Und der ist auch exzellent verpackt.
Hier kann ich nicht erfüllen, wo oder welche Karte ist. Hier habe ich scheinbar ein bisschen mehr bestellt. Oh ja, genau. Noch zweimal ihn hier, den Dude. Denn Feuer werde ich natürlich dreimal im Deck spielen. Richtig, richtig schön. Und was haben wir hier so? Sylvanische Tanzpione habe ich erstmal auf gut Glück mitgekauft. Ist für Pflanzensupport. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht so den Überblick, was ich bei Pflanze spielen will. Von daher erstmal mitgekauft. Tyrion-Angriff. Die Karte finde ich persönlich echt krass, denn sie lässt uns einfach zwei Karten ziehen. Sollte man nicht unterschätzen. Eine gute Draw-Karte, ohne dass sie irgendwelche Restriction hat. Man kann sie zwar nur einmal pro Spielzug aktivieren, aber ich finde sie extrem gut. Also, wer Tyrion spielen möchte, vielleicht sogar auf ein bisschen purer, sollte sich die ranholen. Dann haben wir hier einmal die Kuvertüre, habe ich mir extra geholt für Pendel. Instant Fusion Target, richtig gut. Und noch zweimal Lipromante, Mysti-Mädchen. Werde ich gucken, wie ich die am besten mit einbauen kann. Vielleicht kommt die auch gar nicht mit rein, aber ich habe erstmal die Ritualmonster alle zweimal mitbestellt. Weil haben ist besser als brauchen. So, dann Pokémon, nice. Was haben wir hier so? Machen wir so. Witterungsvorhersage, ja, genau. Also ich muss sagen, das Artwork ist Konami wirklich extrem gut gelungen. Bei den Witterungsmalern. Und was haben wir hier? Gut, den kenne ich gar nicht, den Dude. Der kommt erstmal weg. So, und dann haben wir hier Lipromantenverwirklichung und Lipromantenvorbeugung. Wie gesagt, Playsets wieder, weil man weiß ja nie. Nächster Brief. So, was haben wir hier? Geomantikerin der Eisbarriere. Okay, wieder eine Schutzkarte nehme ich an. Oh, das muss ich erstmal rauskriegen hier. So, danke dafür. Und Tyrion des Colosseum dreimal. Und noch einmal die Exoschwester Magnifica. Und nochmal eine Schutzkarte. Okay. Das Kolosseum braucht ihr auf jeden Fall dreimal, wenn ihr Tyrion spielen wollt. Searcht euch ein Tyrion-Monster. Extrem gut. Und natürlich noch einmal die Magnifica. Die tüte ich mal noch einmal extra ein. Geht es weiter mit dem nächsten Brief. TCG Planet, da habe ich auch bestellt. Wie gesagt, alles keine Werbung. Die Karten, die hier drin waren, habe ich tatsächlich nicht für mich bestellt. Ich habe die nämlich schon, sondern für einen Kumpel. Dem habe ich vorher gesagt, bevor es Geistwerker mit Mystic Mine so getoppt ist. Weil er nämlich auch so ein Rogue-Deck spielt. Nimm doch einfach Mystic Mine mit rein als Going Second-Variante, weil da wird dein Gegner drauf reagieren müssen. Und gefühlt drei Tage später toppt einer mit Mystic Mine in seinem Main-Deck. So, müsste dreimal sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau, dreimal Mystic Mine. Ja, was soll ich sagen? Gegen Mystic Mine zu spielen macht überhaupt keinen Spaß, wenn man kein Out hat. Wenn man ein Out hat, dann freut man sich echt einen Cooler-Kicks, weil der Gegner dann meistens so überrascht ist und ja, damit nicht reagiert hat und dann OTK-t man seinen Gegner. Jo, so, wo kann ich hier aufschneiden? Hier rechts wieder. So, der Dude wünscht uns viel Spaß damit. Ich bin gespannt, ob ich wirklich viel Spaß damit haben werde. Schauen wir jetzt mal, was wir hier bestellt haben. Ich habe echt keinen Überblick mehr so richtig. Oh. Er hat die Karten hier so mit verklebt. Aber muss ich mal gucken, wie ich das gleich alles öffnen werde. Ich hoffe nur, dass das keine Karten sind, die ich bestellt habe. Okay, wir haben hier, genau, antimagischen Duft. Auch für meinen Kumpel mit seinem Rogue-Deck. Kommt halt gut. Guter Staple sollte man sich ranholen heutzutage. So, dann machen wir noch zum Schluss natürlich gerne die Booster hier auf. Ich bin echt gespannt, was ich da so ziehen werde. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück. So, wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben. Ah, schade. Nur eine Super. Okay. Hätte ja sein können, aber wir haben ja hier noch einen Booster. Das öffnen wir auch sehr gerne. Schauen wir doch, was da so geht. Vampire Sorcerer, Planet Patrol, Mecha Phantom Beast Coldwing, Despian Tragedy und Vision Hero Faris. Okay, damit kann man leben. Für umsonst nehmen wir das gerne mit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao.